Wunderwand! Hallo, mein Name ist Susanne Hartmann. Ich bin Kind. Hallo, mein bist so doof. Hallo, mein Name ist Susanne Hartmann und ich bin bei Kinderzentren Kunderbund Personalleitung. Take 17. Gleich geht die Tür wieder zu. Nee, ist schon zu. Okay. So, Take 18. Hallo. Bei Kinderzentren Kunderbund sollte... Nochmal, sorry. Mein alljährliches... Nein, nochmal. Ein Highlight für mich ist auf jeden Fall das Leitungstreffen hier in Nürnberg. Muss ja irgendwo... Sorry. Ich arbeite seit insgesamt 11 Jahren bei Kinderzentren Kunderbund. 2 Jahre war ich in der KIKU. Nein, sorry. Hallo. Alles gut. Schöne Pause. Werde Kunderbund. Jetzt bewerben auf www.kinderzentren.de. Ach nein, nicht kinderzentren.de, auf werdekunderbund.de. Warum habt ihr euch für die Kinderzentren Kunderbund entschieden? Lass mich mal kurz überlegen. Und ich hatte durch Kinderzentren Kunderbund die Chance, hier die Gruppenleitung, die Leitung zu machen. Oh, nochmal von vorne. Ja, machen wir nochmal. Okay, was macht für Sie Kinderzentren aus? Kinderzentren macht für mich aus, dass Kinderzentren, doppelt Kinder. Also auch der Austausch bei den Leitungstreffen unter 80 Einrichtungen beim Leitungstreffen ist eben, oh Mist. Ja. Phänomenal, nein. Ich arbeite seit September. Und sind dann in den Neubau, in die viergruppige Kita in Hasewinkel, auch KIKU Bolabü, umgezogen. Das mache ich jetzt nochmal. Ne? Bewirb dich jetzt bei werdekunterbund www.de. Falsch. Ich heiße Simone Hohnschuh und lade euch auf einen Rundgang ein. Hey, das ist doch jetzt blöd gewesen. Was sagen denn die Haare? Sie müssen mich jetzt hier mal so ein bisschen... Hm, passt. Okay, was ist Ihre KIKU-Geschichte? Nee, Herr Ruprecht. 2015 habe ich das Bei den Kinderzentren Kunterbund sollte man sich bewerben, weil man... Warum auch immer. Können Sie das stoppen? Ja. Bei KIKU sollte man sich bewerben, weil, das müssen wir noch mal machen. Nehmen Sie mich auf? Jetzt ja. Aber ich schneide es ja eh weg. Wenn ich das in den Outtakes sehe, ne? Ja. Bei uns steht das Kind im Mittelpunkt und alle arbeiten wirklich Hand in Hand darauf hin, dass das Wohl des Kindes dort, bedacht wird. Warum sollte man sich bei Kinderzentren Kunderbund bewerben? Das Kind... So geht das auch nicht. Kann ich schon? Ja. Werde auch du Kunterbund. Unter www.kinderzentren Kunterbund. Wo? In diesem Internet halt. Google einfach, genau. Werde auch du Kunterbund unter www.kinderzentren.de. Nee, das ist doch schon wieder die falsche Adresse. Ja. Können Sie mal so ein Schild hochhalten? Wenn du auch ein Teil dieser KIKU-Familie werden möchtest und so kreative Lösungen erarbeiten willst, dann bewirb dich jetzt bei Kinderzentren Kunderbund oder Hashtag WerdeKunderbund auf unserer Homepage. Möglichkeit von jetzt. Wenn du auch ein Mitglied unserer KIKU-Familie werden möchtest und lösungsorientiert und die Herausforderung kreatives Denkens werden möchtest, dann bewirb dich jetzt unter www.kinderwerdekunderbund.de. Ich kann die Seite nicht mehr merken. Wenn du auch ein Mitglied dieser KIKU-Familie werden möchtest, bewirb dich jetzt unter www.werdekunderbund.de. Soll ich dafür das Adverb weggelassen?
Jetzt weiß ich den Anfang schon gar nicht mehr. Aber nochmal Pause. Wenn du auch ein Teil der KIKO-Familie werden möchtest, dann bewirb dich unter www.werdekunderbund.de. Ich kann das nicht mehr, wir lassen das jetzt. Vorhin war der so viel runter. Bewerben Sie sich jetzt bei bla bla bla. De. Stopp, stopp, halt mal an. Jetzt bewerben auf www.werdekunderbund.de und werden Teil der KIKO-Familie. Entschuldigung, und werden Teil der KIKO-Familie. Jetzt bewerben auf www.werdekunderbund.de und Teil der KIKO-Familie werden. Ja. Yeah. And I would like to inform you now about the educational system and our pedagogical work at Kinderzentren Kunterbund. Nee. This morning meeting gives is as fällt mir nicht ein. Jetzt können wir rausschauen. This morning. Da rein. Dann Text mal. Hey Christian. Ich hab nur gefragt, ey, ich muss nicht Text mal, hey Christian. Hörst du die Stimmen in deinem Kopf und was sie mit dir machen? Kannst du mich gut hören? Kannst du mich gut verstehen? Möchtest du einen Gebrauchtwagen kaufen? Was sagen die Stimmen in deinem Kopf zu dir? Nee, das ist albern. Nee, guck. Ja. Du hast nicht nur Outtakes produziert. Wie jetzt?